Erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der beste Dhikr ist La ilaha illallah und das beste Bittgebet ist Alhamdulillah. Nun die Frage lautet, wie kann Alhamdulillah ein Bittgebet sein? Alhamdulillah, wie kann denn das ein Bittgebet sein? Habe ich hier was gewünscht oder habe ich Allah gelobt? Also es sind unterschiedlich, also mehrere Punkte. Zum einen ist Dua jede Form der Anbetung. Gebet ist Dua, Zakat ist Dua. Hajj ist Dua. Dua bedeutet Anbetung. Und deswegen gibt es zwei Formen des Dua. Dua Mas'ala, also Dua in Form einer Frage, eines Wunsches. Oh Allah, gib mir und so weiter. Das ist Dua Mas'ala, also Dua in Form eines Wunsches. Und es gibt Dua in Form von Anbetung. Also jede Ibadah ist ein Dua. Deswegen kannst du auch sagen, eines der besten Duas sind die fünf Gebete. Habe ich einen Wunsch aufgesagt? Nee, gut, im Sujud vielleicht. Aber es geht jetzt darum, die Ibadah selbst nennt man Dua. Zweitens, wenn du Alhamdulillah sagst, kriegst du mehr. Also wünschst du dir mehr dadurch, dass du Alhamdulillah sagst. Weil Allah sagt, und wenn ihr dankt, dann wird er uns mehr geben. Du möchtest mehr von dem, was Allah dir gegeben hat. Also sagst du Alhamdulillah, ist also ein Dua des Menschen.